Hey YouTube, Tarsot Commander hier. Heute gibt's einen etwas anderen Teil des Battlefield 1 Lexikons, denn es wird nicht um eine Primärwaffe gehen, sondern um eine Unternehmung. Mit dem kürzlich veröffentlichten In the Name of the Tsar DLC fügte DICE ja eine Map hinzu, die, wie ich schon einige Male angesprochen habe, eben auf einer echten deutschen Unternehmung im Ersten Weltkrieg basiert, dem Unternehmen Albion. Dieses fand vor ziemlich genau 100 Jahren statt und hatte zum Ziel, die baltischen Inseln Ösel, Dagö und Mon zu besetzen. Und genau darum soll es heute gehen. Doch bevor wir richtig einsteigen, noch ein paar Worte zum Thumbnail dieses Videos, der auch das Titelbild der Wikipedia-Seite zum Unternehmen Albion ist. Da frage ich mich nämlich, ob DICE das auch gesehen hat, als sie die Map designt haben. Denn, wie bereits erwähnt, ist die Besonderheit der Map in Battlefield 1 ja, dass es für die verschiedenen Seiten im Eroberungsmodus verschiedene Behemoths gibt, je nachdem wer am Verlieren ist. Die Deutschen kriegen in dem Fall ein Schlachtschiff und die Russen ein Luftschiff. Und dieses Bild hier passt irgendwie sehr gut dazu, denn es zeigt das Marineluftschiff SL-8, fotografiert vom Schlachtschiff SMS Großer Kurfürst. Das nimmt schon einiges vorweg, denn das Unternehmen Albion war, wie ich finde, eine sehr beeindruckende Operation, besonders was den Materialeinsatz seitens der deutschen Marine betrifft. Nun zunächst noch ein paar Worte zu den herrschenden Randbedingungen. Generell war ja die Ostsee an sich ein weniger bedeutender Kriegsschauplatz in Bezug auf den Seekrieg. Die Russen hatten selbst nur sehr wenige und veraltete Einheiten und während die deutsche Marine insgesamt zwar ziemlich stark war, lag ihr Fokus ganz klar auf der Nordsee, sodass Großadmiral Prinz Heinrich von Preußen als Oberkommandant in der Ostsee ebenfalls nur wenige und veraltete Einheiten zur Verfügung hatte. Hinzu kamen noch die Tatsachen, dass die Seefahrt auf der Ostsee ohnehin relativ schwierig war, vor allem während der Wintermonate, wo sie zu großen Teilen zufror, und dass beide Seiten die Ostsee massiv vermint hatten, was Unternehmungen dort ebenfalls sehr schwierig machte. Damit spielte auch für die Seekriegsführung die Lage an Land eine entscheidende Rolle, wo die Deutschen im Verlauf des Krieges immer weiter vorrückten und dabei wichtige russische Marinestützpunkte einnahmen. Die drei angesprochenen baltischen Inseln gehörten seit dem Großen Nordischen Krieg zu Russland und waren dem Gouvernement Livland zugeordnet. Insgesamt war die Bevölkerung etwa 50.000 bis 60.000 Personen, in erster Linie Esten, wobei die Oberschicht vorwiegend Baltendeutsche und einige Russen waren. Die Inseln hatten eine beträchtliche strategische Bedeutung und Prinz Heinrich wollte eigentlich seit langem ein Unternehmen zu ihrer Eroberung durchführen. Jedoch waren seine Streitkräfte, wie angesprochen, deutlich zu klein dafür und die Admiralität war nicht bereit, ihm weitere Verstärkungen zuzuordnen, da sie befürchteten, dann in der Nordsee nicht mehr stark genug gegen die Briten aufgestellt zu sein. Im Sommer 1917 verschob sich das aber alles so langsam, denn während die Deutschen in Richtung Riga vorrückten, wuchs die strategische Bedeutung der Inseln immer weiter an, denn sie blockierten quasi den Rigaer Meerbusen und hätten die Versorgung der vorrückenden Armee mit Hilfe von Versorgungsschiffen, was eine sehr große Rolle spielte, schwierig gemacht, da diese von den russischen Küstenbatterien und Minenfeldern bedroht worden wären. Den Angriff gegen Riga begann das Heer am 1. September 1917 denn ohne Unterstützung der Marine und führte diesen auch ziemlich schnell erfolgreich aus. Hierbei sollte ich noch erwähnen, dass die russischen Truppen generell durch nachlassenden Kampfgeist, vor allem im Rahmen der revolutionären Unruhen im Land, deutlich geschwächt waren. Nach der erfolgreichen Eroberung Rigas bezichtigte Generalquartiermeister Ludendorff die Marine der Feigheit und des mangelnden Offensivgeistes, woraufhin sich die Admiralität letztlich bereit erklärte, eine Unternehmung gegen Ösel zu unterstützen. Um den Erfolg dieses Unternehmens sicherzustellen, wurden keine halben Sachen gemacht und so wurde das Unternehmen Albion die größte kombinierte amphibische Operation, die die Deutschen jemals durchgeführt hatten. Die bereitgestellten Marinestreitkräfte waren dementsprechend auch ziemlich beeindruckend, mit einem Schlachtkreuzer, 10 Schlachtschiffen, 9 kleinen Kreuzern, einem Minenkreuzern, 50 Torpedobooten, 6 U-Booten und 19 Transportschiffen. Ich habe dazu jetzt keine genauen Informationen gefunden, aber nach dem, was ich mir so zusammenreimen kann, dürfte das so ziemlich das größte Flottenaufgebot
abgesehen von der Skagerrak-Schlacht gewesen sein. Hinzu kam noch, dass nicht irgendwelche veralteten Schlachtschiffe geschickt wurden, sondern sozusagen das Beste, was die deutsche Marine zu bieten hatte, mit der SMS Bayern als ihrem allermodernsten Schiff. Das Schwesterschiff Baden fehlte dabei, aber davon abgesehen waren dann die 9 nächstmodernsten Schlachtschiffe vertreten, namentlich jeweils quasi die komplette König- und Kaiserklasse. Demgegenüber verfügten die Russen lediglich über 2 alte Linienschiffe, 2 Panzerkreuzer, einen geschützten Kreuzer, 3 Kanonenboote und 21 Zerstörer. Außerdem befanden sich noch 3 britische U-Boote in der Ostsee, die ebenfalls an der Schlacht teilnahmen. Das Deutsche Heer stellte für die Schlacht insgesamt 24.500 Soldaten, 8.500 Pferde, 2.400 Fahrzeuge, 150 Maschinengewehre, 54 Geschütze und 12 Minenwerfer. Dem standen etwa 24.000 russische Verteidiger gegenüber. An Luftstreitkräften verfügten die Deutschen über insgesamt 6 Luftschiffe und mehr als 100 Flugzeuge. Demgegenüber boten die Russen etwa 50 Wasserflugzeuge und Flugboote auf, dazu noch 10 Landjagdflugzeuge. Allerdings war auch deren Kampfkraft aufgrund der Revolution stark eingeschränkt. Was die Russen aber noch hatten, was von erheblicher Bedeutung war, so wie das auch auf der Albion-Map in Battlefield 1 ist, war ihre Küstenartillerie. Diese verfügte über insgesamt 48 Geschütze mit über 15 cm Kaliber und 25 Einheiten von 7,5 cm Geschützen sowie zahlreichen kleineren Waffen. Auf Ösel standen 8 Küstenbatterien an strategischen Punkten, auf Dagö 4 weitere. Kommen wir damit zur eigentlichen Operation. Am 24. September waren die deutschen Truppen soweit vorbereitet und bereit zum Auslaufen. Allerdings musste die Operation wegen schlechten Wetters auf Anfang Oktober verschoben werden. Allerdings flogen die deutschen Luftschiffe bereits in der Nacht vom 24. auf den 25. September einen Angriff auf die strategisch wichtige russische Küstenbatterie Zerel. An diesem Tag ohne großen Erfolg, doch bei den in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober beginnenden Luftangriffen mit Flugzeugen wurde eines der Magazine durch ein von Bombentreffern ausgelöstes Feuer zur Explosion gebracht, wobei die Batteriebesatzung mehr als 110 Tote und 60 Verletzte zu beklagen hatte und ihre Schlagkraft damit erheblich beeinträchtigt war. Bis zum 10. Oktober flogen die deutschen Luftstreitkräfte zahlreiche weitere Bombenangriffe, vor allem gegen die Küstenbefestigungen. Die Russen waren durch ihren Geheimdienst eigentlich sehr gut über die deutschen Planungen informiert und wussten schon ab dem 24. September Bescheid, dass ein Angriff bevorsteht. Jedoch konnten sie entgegen dem Widerstand der Soldatenräte eben keine weiteren Verstärkungen beischaffen und mussten letztlich mit dem zurechtkommen, was sie zur Verfügung hatten. Dem russischen Kommandeur General Iwanow war klar, dass er die Inseln so kaum gegen die überlegenen Deutschen würde halten können. Und so war sein Ziel, sie möglichst lange aufzuhalten, hoffentlich so lange, bis ein Wintereinbruch einen weiteren Vormarsch verhindert. Am Abend des 10. Oktober verließen schließlich die schweren deutschen Einheiten den Putziger Wiek und vereinigten sich während der Nacht mit Einheiten aus Windau. Am 11. Oktober 1917 sollte der eigentliche Angriff beginnen und die von Liebau auslaufenden deutschen Transportschiffe wurden sogar vom britischen U-Boot E1 gesichtet, das dem Vorteil jedoch keine besondere Bedeutung beimaß und ihn nicht weitermeldete. Parallel zu den Luftangriffen hatten die Deutschen zwar auch schon Minenräumoperationen in der Ostsee begonnen, jedoch waren diese noch lange nicht abgeschlossen, als die Flotte dort eintraf. Und als die Operationen durch starken Seegang noch weiter verlangsamt wurden, gab Vizeadmiral Schmidt, der Oberbefehlshaber der deutschen Flotte, den Befehl, obwohl das Minenfeld noch nicht geräumt war, trotzdem mit der Flotte weiter vorzurücken. Im Rahmen der Minenräumoperationen hatten die Deutschen bereits mehrere Boote verloren. Aber bei diesem Vorstoß mitten durch das Minenfeld gab es erstaunlicherweise keine ernsthaften Schäden. Lediglich die Korsika, ein Dampfer, der die Pioniere beförderte, lief gegen 5 Uhr morgens auf eine Mine und wurde schwer beschädigt. Torpedoboote konnten allerdings die Besatzung und die eingeschifften Truppen übernehmen und das Schiff konnte in flachem Wasser auf Grund gesetzt werden, um Reparaturen durchzuführen. Am Morgen des 12. Oktober 1917 erreichten die deutschen Verbände den Landungsraum in der Taggerbucht an der Insel Ösel. Die beiden Schlachtschiffe Großer Kurfürst und Bayern erlitten auf dem Weg zu ihren Bombardementpositionen Minentreffer.
Die Großer Kurfürst wurde dabei nur leicht beschädigt. Auf der Bayern hingegen gab es größere Schäden. Der Bugtorpedoraum lief voll und nach erfolgreicher Durchführung ihres Bombardements musste sie sich dann zurückziehen mit 1000 Tonnen Wasser an Bord. Zusammen mit den anderen Großkampfschiffen hatte sie es aber geschafft, die russischen Batterien zum Schweigen zu bringen, sodass die deutschen Angriffstruppen relativ problemlos anlanden konnten. Sie bestanden aus 5 Infanterieregimentern, einem Bataillon Sturmtruppen und, was sich als sehr wichtig herausstellen sollte, der 2. Radfahrer-Infanteriebrigade. Interessanterweise gelang den Deutschen tatsächlich ein Überraschungsangriff, denn obwohl die Russen seit Ende September von einem bevorstehenden Angriff wussten, hatte ihre Wachsamkeit bereits wieder nachgelassen, als der Angriff über so viele Tage nicht erfolgte. Die russische Artillerie nahm zwar die anlandenden Deutschen unter Feuer, doch die Infanterie zog sich größtenteils beim ersten Beschuss sofort zurück und besetzte die Küste. Die Leichtigkeit der Landung veranlasste den deutschen General von Estorff zur Änderung der Pläne und so startete er sofort den Angriff, anstatt wie geplant zunächst sämtliches Material zu entladen. Derweil landeten an Oesels Nordküste bei Palmerort die Radfahrer und Sturmtruppen an, denen die wichtige Aufgabe zukam, schnell nach Osten in Richtung Mon vorzurücken, um zu verhindern, dass die Russen sich über den dortigen Damm auf die Insel Mon zurückziehen könnten. Parallel startete die 1. Division des 4. Geschwaders unter Vizeadmiral Suchon mit den Schlachtschiffen Friedrich der Große und König Albert, unterstützt durch die 15. Torpedoboot-Halbflottille, einen Angriff auf die Halbinsel Svorbe, um die Russen glauben zu machen, dort stehe ebenfalls eine Landung bevor. Die Torpedoboote der 13. Halbflottille belegten gleichzeitig die russischen Stellungen nahe Kielkont und den Flugplatz Papensholm mit Artilleriefeuer, womit sie die Küstenbatterien zum Schweigen bringen und die Russen zum Rückzug bringen konnte. Ein Gegenangriff russischer Flugzeuge blieb erfolglos, jedoch wurden 3 ihrer Flugboote von deutschen Jagdfliegern abgeschossen. Gegen 15.30 Uhr erreichte das 131. Infanterieregiment bereits Papensholm und konnte den Flugplatz weitgehend unzerstört besetzen, sodass er den deutschen Fliegern bereits am nächsten Tag zur Verfügung stand. Bis zum Abend hatten die Deutschen neben Kielkont auch noch Menust, Iro und Mustel erobert. Die Landung war zu dieser Zeit weitestgehend beendet, fast die gesamte Infanterie und der größte Teil des Materials waren auf Oesel. Nördlich von Oesel suchten zu dieser Zeit Einheiten der 2. S-Halbflottille eine sichere Passage durch den Sölosund zwischen den Inseln Oesel und Dagö. Diese flache Meeresstraße war zwar nur für Schiffe bis Zerstörergröße passierbar, allerdings hatte sie eine große strategische Bedeutung, da die Russen dadurch Seestreitkräfte gegen die Deutschen führen und diese damit bedrohen konnten und für den Deutschen der Sölosund der direkteste Zugang zum Kassavik war, einem Meeresarm, der den Zugang zu allen 3 Inseln kontrollierte. Die leichten deutschen Einheiten, die den Sund auskundschafteten, wurden von der russischen Batterie in Tofri unter Beschuss genommen, die auch einen Treffer auf dem Torpedoboot A-62 erzielte. Sie wurde ihrerseits aber durch Artilleriebeschuss des Schlachtschiffs Bayern und des kleinen Kreuzers Emden zum Schweigen gebracht und später von einem Landungstrupp gesprengt. Im Anschluss konnten Minenräumboote in den Sund vorstoßen, die jedoch wiederum von den beiden russischen Zerstörern General Kondratenko und Prokranitschnik vertrieben wurden. Gegen Mittag kehrten beide Seiten mit Verstärkung in den Sölosund zurück und es entbrannte ein längeres Gefecht, welches letztlich jedoch unentschieden ausging, als sich beide Seiten wiederum zurückzogen. Die Radfahrerbataillone waren währenddessen fast ohne Widerstand bis in den östlichen Teil Oesels vorgedrungen. Die wenigen russischen Einheiten, die sie unterwegs getroffen hatten, hatten sie größtenteils gefangen genommen. Auch noch erwähnenswert finde ich, dass die Radfahrer dabei die Geldbestände der Regionalverwaltung in Ahrensburg in Höhe von etwa 200.000 Rubel erbeutet haben, die eigentlich auf das Festland gebracht werden sollten. Gegen Mitternacht erreichten sie Orissa und gruben sich dort ein, um den Russen den Zugang zum Damm zu verwehren. Zur gleichen Zeit war das russische Oberkommando noch überhaupt nicht über die Lage informiert und gab etliche Befehle heraus, die letztlich unmöglich umzusetzen waren an Einheiten, die bereits in Gefangenschaft waren und auch die Verteidigungslinie, die geplant wurde, lag in Bereichen, die bereits von den Deutschen besetzt waren. Infolgedessen wurden nach Orissa vorausgeschickte Tross- und Lazaretteinheiten von den Deutschen aus dem Hinterhalt aufgerieben. Außerdem kam es noch zu einem schweren Zugunglück im Hafen von Rogekul, wobei ein Zug, der mit Minen für den russischen Minenleger Pripyat beladen war, verunglückte,
wobei die Minen explodierten und schweren Schaden anrichten. Der Minenleger musste sich auch zurückziehen und geriet durch den schweren Brand in ernsthafte Gefahr, was die Besatzung demoralisierte, was im weiteren Verlauf noch seine Folgen zeigen sollte. Am Abend des ersten Angriffstages war die Lage also durchweg positiv für die Deutschen. Sie hatten sich auf Ösel festgesetzt, bis auf die wichtige Batterie bei Zerel alle Küstenbatterien ausgeschaltet, den Flugplatz Papenzollen besetzt, die Taggerbucht gegen U-Boote gesichert und ihre Truppen rasch ausgeschifft. Außerdem hatten sie den strategisch wichtigen Mondamm abgeriegelt, was auch einen Rückzug der restlichen russischen Einheiten von Ösel erschweren würde. Am Morgen des 13. Oktober starteten die Russen dann ihren Gegenangriff. Gegen 7.30 Uhr wurde die Annäherung von 8 russischen Zerstörern zusammen mit dem Minenleger Pripyat und einem als Blockschiff vorbereiteten Dampfer von der deutschen Aufklärung gemeldet. Allerdings war dieser Angriff direkt nicht sonderlich erfolgreich, denn das Schiff, das eigentlich den Sölosund blockieren sollte, lief bereits vor Erreichen der Versenkungsposition auf ein Riff und die Mannschaft des Minenlegers weigerte sich auf Befehl des Soldatenrates an Bord, ihren Auftrag ohne eine stärkere Eskorte auszuführen, was den Deutschen später den Durchbruch in den Kassavik sehr erleichtern sollte. Die russischen Zerstörer griffen die deutschen Minensuchboote im Sölosund an, wurden allerdings durch das Feuer der Emden zum Rückzug gezwungen, was sich 2 Stunden später wiederholte. Der deutsche Generalleutnant von Estorf ging zu dieser Zeit davon aus, dass die Russen versuchen würden, den Hauptort Ahrensburg zu halten und setzte daher die Masse seiner Kräfte in diese Richtung in Marsch, was allerdings die Vorausabteilungen, die bei Orissa lagen, in einer exponierten und gefährlichen Lage ließ. Vor deren Stellung herrschte Chaos und während viele der russischen Truppen die Flucht ergriffen, als sie realisierten, dass ihnen der Fluchtweg abgeschnitten war, gab es auch einige, die beschlossen, sich den Weg freizukämpfen. Die Gefechte dauerten den kompletten Tag und einen Großteil der Nacht. Letztlich mussten sich die Deutschen, die zeitweise den Damm sogar zum Teil besetzt hatten, allerdings wieder Richtung Orissa zurückziehen, da ihnen die Munition ausging. Dies ermöglichte es wiederum den Russen, einen Teil ihrer Truppen nach Mon abzuziehen und Nachschub heranzubringen. Von Estorf begriff letztlich den Ernst der Lage und schickte einige Einheiten im Nachtmarsch auf den Weg nach Orissa. Die russische Garnison von Ahrensburg zog sich derweil zusammen mit ihren Kameraden in Richtung Mon zurück und auch die vor der Inselhauptstadt liegenden Marinekräfte zogen sich in Richtung Monsund zurück, anstatt der abziehenden Garnison Feuerunterstützung und Abtransport zu gewähren, wie es ihnen befohlen worden war. Zur gleichen Zeit starteten die Russen aber mit zusammengewürfelten Verbänden von Verstärkungen, die auf Mon eingetroffen waren, einen Gegenangriff auf den Mondamm und trieben die Deutschen damit weiter nach Ösel zurück. Allerdings verweigerten auch viele russische Soldaten bzw. ganze Heeresverbände das Übersetzen nach Mon und desertierten. Allein das Todesbataillon der russischen Marine erwies sich als uneingeschränkt kampffähig. Am Abend des zweiten Angriffstages beherrschten die Deutschen den größten Teil der Insel Ösel, hatten den Kassavik vermessen und den Sölosund unter ihre Kontrolle gebracht und mit der Entminung der Irbenstraße begonnen, was den Schlachtschiffen den Weg in den Rigaer Meerbusen eröffnen würde. Am Morgen des 14. Oktober setzte die deutsche Marine ihre Angriffe nördlich von Ösel fort. Gegen 6 Uhr machten sich der kleine Kreuzer Emden und das Schlachtschiff Kaiser auf den Weg an bereits von Minen gesäuberte Ankerplätze, von denen aus sie Torpedoboote, die den Eingang des Monsundes von Minen säubern sollten, unterstützen sollten. Am Vormittag erschienen 4 russische Zerstörer am östlichen Ausgang des Sölosundes, hielten sich aber wohlweislich außerhalb der Reichweite der Emden, die sie augenscheinlich erspäht hatten. Gegen 11.45 Uhr eröffnete die Kaiser aus einer Entfernung von 19.200 Metern das Feuer auf die russischen Schiffe. Dies trieb die Zerstörer zurück und der russische Zerstörer Grom erhielt auch einen 30,5 cm Treffer in den Maschinenraum, allerdings explodierte die Granate nicht. In der Folge gelang den Deutschen der Durchbruch in den Kassavik, wo sich die Torpedoboote in 4 Gruppen aufteilten und, so schnell es das flache Wasser erlaubte, nach Osten vorrückten. Die russischen Zerstörer näherten sich erneut und gegen 13.51 Uhr eröffneten sie aus einer Entfernung von 11.000 Metern das Feuer. Es entwickelte sich ein laufendes Gefecht, bei dem beide Seiten Treffer erzielten. Der deutsche Torpedobootzerstörer G-103 wurde leicht beschädigt, welches für die russischen Schiffe Pobeditel und Konstantin ebenfalls galt. Grom und Sabianka erlitten jedoch ziemlich schwere Schäden.
Gegen 13.45 Uhr erhielten die russischen Zerstörer dann Verstärkung durch zwei Panzerkanonenboote, die aus dem Monsun zu Hilfe kamen. Der bereits beschädigte Zerstörer Grom fiel hinter die anderen Einheiten zurück und wurde von den Deutschen bewegungsunfähig geschossen. Die Russen erhielten zwar Verstärkung durch 7 weitere Zerstörer, zogen sich aber dennoch in den Monsun zurück. Das Kanonenboot Chrapri versuchte noch, die Grom abzuschleppen. Da die Schleppleine brach und sich die Deutschen bereits näherten, übernahm es dann aber die Besatzung und zog sich zurück. Die Deutschen versuchten ihrerseits, den brennenden Zerstörer abzuschleppen, jedoch erwiesen sich die Schäden als zu schwer und um 15.10 Uhr versank die Grom. Währenddessen liefen die Torpedoboote der S-Flottille Ostsee in den kleinen Sund ein, um dem bedrängten Radfahrerbataillon bei Orissa Hilfe zu leisten. Diese waren unter extremem Druck, da die aus Richtung Ahrensburg kommende russische Garnison sie von Süden her angriff und gleichzeitig von Osten russische Marineinfanterie und 2 Panzerwagen anrückten. Die versuchten ihren Kameraden den Rückzugsweg offen zu halten. Diese wurden außerdem noch von 25 cm Geschützen der schweren Batterie bei Voi im Südosten Mons unterstützt. Die Radfahrer- und Sturmkompanien konnten zwar die heftigen Angriffe abweisen und fügten den Russen dabei schwere Verluste zu, jedoch standen sie durch Erschöpfung und Munitionsmangel selbst kurz vor einer Niederlage. Die Torpedoboote waren dann quasi die Rettung, denn sie lieferten dringend benötigten Munitionsnachschub und erzielten Treffer auf 2 russischen Panzerwagen, womit sie diese zum Rückzug zwangen. Letztlich trafen Verstärkungen aus dem Süden und Westen der Insel ein, um die Radfahrer zu unterstützen, und damit gelang es den Deutschen, ihre Stellung zu halten, beziehungsweise gegen Abend sogar gegen die Basis des Dammes vorzurücken und die Russen zum Rückzug nach Mond zu zwingen. Die verbleibenden Truppen der russischen Garnison waren nun ohne Rückzugsweg vollständig eingeschlossen. Weiter südlich in der Irbenstraße waren die Deutschen den kompletten Tag über mit Minenräumoperationen beschäftigt, die zwischenzeitlich von der schweren Batterie bei Zerel unterbrochen wurden. Außerdem verlegten die Deutschen 3 Schlachtschiffe der Kaiserklasse, nämlich Friedrich der Große, Kaiserin und König Albert, von der Taggerbucht in das Operationsgebiet an der Irbenstraße, begleitet von 6 Torpedobooten. König Albert und Kaiserin sollten die schwere Batterie bei Zerel angreifen, wohingegen Friedrich der Große auf Anordnung des Kommandeurs des 131. Infanterieregiments Artillerieunterstützung geben sollte. Kurz nach 16 Uhr eröffnete die Batterie Zerel das Feuer auf die Torpedoboote und zwang sie damit zum Rückzug. Die beiden Schlachtschiffe erwiderten jedoch das Feuer und auch Friedrich der Große, die noch keine Ziele zugewiesen bekommen hatte, beteiligte sich an dem Gefecht. Die deutschen Schiffe feuerten in der nächsten Stunde etwa 120 schwere Granaten ab, erzielten allerdings keine guten Treffer. Das Feuer der russischen Batterie lag besser, jedoch erzielten sie auch keinen effektiven Treffer, und unter dem schweren Feuer der deutschen Schiffe wurde die Besatzung dermaßen demoralisiert, dass sie sich in die nahegelegenen Wälder zurückzog. Währenddessen erreichte das 131. Infanterieregiment die Gegend von Tekomadi und entsandte einen Parlamentär zu den Russen, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Man bot ihnen großzügige Kapitulationsbedingungen an, allerdings antworteten die Russen nicht zeitig genug, sodass der Befehlshaber Regimentskommandeur Fischer den Beschuss der russischen Befestigung bei Ansekül anordnete. Die großzügigen Kapitulationsbedingungen der Deutschen sprachen sich auch unter den russischen Soldaten herum und führten zu einer weiteren Demoralisierung. Am Abend des dritten Tages hatten die Angreifer ihre Position gefestigt, einen Großteil der russischen Garnison im Ostteil Ösels eingekesselt und waren im Begriff, die Halbinsel Sworbe zu erobern. Die Marine hatte außerdem den Kasarvik unter ihre Kontrolle gebracht und war kurz davor, den Eingang zur Irbenstraße zu öffnen. Am Morgen des 15. Oktober setzten die Deutschen ihre Minenräumoperationen fort, während gleichzeitig die Schlachtschiffe König und Kronprinz anrückten, um die Halbinsel Sworbe zu beschießen. Auf russischer Seite hatte Vizeadmiral Bachirev einen Hilferuf von der Besatzung der Batterie Zerel erhalten und setzte das Linienschiff Grashdanin und die Zerstörer Steriguschi, Turkmenis, Stavropolski und Amores in Marsch, um die dortigen Truppen zu unterstützen. Nördlich wurde die Flotte im Monsund durch den Panzerkreuzer Admiral Makarov verstärkt. Zwar konnten die deutschen Minenräumer ihre Operationen bedingt durch schlechtes Wetter unbehelligt durchführen, jedoch waren die Minen der 3. und 4. russischen Sperrlinie so dicht und geschickt verlegt, dass es ein sehr zeitaufwendiger Prozess war. In der Zwischenzeit hatte sich unbemerkt von den Deutschen die Moral der verbliebenen russischen Truppen auf der Halbinsel Sworbe bis zur Panik verschlechtert,
Unter den verlockenden Kapitulationsbedingungen der Deutschen beschloss der Soldatenrat, die Batterien unzerstört zu räumen und keinen Widerstand mehr zu leisten. Allerdings schaffte es der Kommandant der schweren Batterie Nummer 43, die in Battlefield im Eroberungsmodus übrigens Punkt D ist, mit Hilfe einiger beherzter Soldaten die Magazine und Generatoren mit Sprengladungen zu versehen. Entgegen ihrer Befehle legten einige russische Soldaten Feuer an mehrere Gebäude und ein Waffenlager, was weithin sichtbare Rauchschwaden erzeugte und den Deutschen suggerierte, dass die Russen dabei waren, die Batterie zu zerstören und zu räumen. Daraufhin eröffnete Vizeadmiral Souchon mit seinem vierten Geschwader und zerstörte dabei augenscheinlich die Drähte zu den Detonatoren, sodass die Russen die Batterien nicht sprengen konnten. Die desertierenden russischen Soldaten versuchten währenddessen unter chaotischen Bedingungen auf Boote zu kommen, um sich dem Zugriff der vorrückenden Deutschen zu entziehen. Als Vizeadmiral Bachirev vom Zusammenbruch der Verteidigung auf der Halbinsel Swabe erfuhr, setzte er das Linienschiff Grashtanin mit seinen Begleitzerstörern in Marsch, um die Batterie auf Zerel zu zerstören, damit sie nicht den Deutschen in die Hände fiele. Während die Grashtanin die Batterie mit Feuer aus ihren 30,5 und 15,2 cm Batterien belegte, nahmen die Zerstörer im Hafen Mento einen Teil der dortigen Garnison an Bord, während die zurückbleibenden Garnisonstruppen gegen 18 Uhr den deutschen Kapitulationsbedingungen zustimmten. 150 Offiziere und 5100 Mann gingen in Gefangenschaft, die Deutschen erbeuteten 54 Maschinengewehre, 150 Fuhrwerke mit Bespannung, 27 leichte und 8 schwere Geschütze, 20 Flugabwehrgeschütze und große Mengen an Vorräten. Nördlich von Ösel bombardierten am 15. Oktober eine Reihe von Torpedobooten den Damm, wobei sie zwischenzeitlich selbst unter Beschuss durch die russischen Panzerkanonenboote und Zerstörer und die Admiral Makarov kriegen. Sie setzten aber ihr eigenes Feuer fort, bis ihnen die Munition ausging und sie sich in die Taggerbucht zurückziehen mussten. Der Torpedobootzerstörer B-98 hatte dabei schwere Verluste zu beklagen. Als er auf eine in der Nacht zuvor gelegte russische Mine lief, während ein großer Teil der Besatzung unter Deck beim Essen war. Das russische Todesbataillon unternahm den Tag über 3 Angriffe über den Mondamm, die jedoch allesamt zurückgewiesen wurden. Das 2. und 4. Radfahrerbataillon eroberten an diesem Tag zusammen mit dem Infanterieregiment 38 Leva, während weiter im Osten das Infanterieregiment 17 mit dem 5. Radfahrerbataillon ohne Widerstand gegen Ulla vorrückte. Gegen 15 Uhr kapitulierte die russische 107. Infanteriedivision, wobei über 5000 Mann in Gefangenschaft gingen und 14 Geschütze und viele Maschinengewehre durch die Deutschen erbeutet wurden. Damit hatten die Deutschen den größten Teil Ösels besetzt und fast die gesamte russische Garnison, einschließlich General Iwanow und seines Stabs, war in Gefangenschaft. Außerdem unternahmen die Deutschen am 15. Oktober einen Landungsversuch auf Dagö, trafen dort jedoch auf unerwartet starken Widerstand, sodass sie sich wieder zurückzogen, um die Landung am nächsten Tag mit stärkerem Bombardement durch die begleitenden Schiffe zu wiederholen. Am 16. Oktober 1917 herrschte den dritten Tag in Folge gutes Wetter und die Deutschen unternahmen einen erneuten Landeversuch auf Dagö. Diesmal beschoss das Schlachtschiff Kaiser ab 8 Uhr die Landungszone. Und um 9 Uhr ging das Landungskorps erneut an Land und patrouillierte die Insel. Zwischen 13 und 14 Uhr kam es dabei zu mehreren Scharmützeln mit russischen Truppen, bevor sich das Landungskorps um 15 Uhr erneut einschiffte und die Emden den Beschuss des Strandes übernahm. In Orissa bereiteten die Deutschen die für den nächsten Tag geplante Landung auf Mon vor, indem große Mengen an Vorräten und Material dorthin geschafft wurden und die bereits ausgemachten russischen Stellungen sowie der Mondamm wurden erneut von Torpedobooten beschossen. Im Kasavi kam es diesen Tag über zu mehreren Gefechten zwischen deutschen und russischen Schiffen, wobei die Russen ihre Marinepräsenz deutlich verstärkten, weil sie eine unmittelbar bevorstehende deutsche Landung auf Mon befürchteten. Gegen Mittag wurden das russische Linienschiff Slava und der Panzerkreuzer Admiral Makarov, die beide im Monsund vor Anker lagen, durch gezieltes Fluten von Abteilungen nach einer Seite übergelegt, sodass ihre Reichweite bzw. die Erhöhung ihrer Geschütze vergrößert werden konnten und sie die Torpedoboote der Deutschen über Mon hinweg beschießen konnten. Dabei wurden sie noch durch die Geschütze auf Mon selbst und die vor der Insel liegenden Zerstörer unterstützt, sodass die Deutschen sich wieder zurückziehen mussten. Auch die deutsche Luftwaffe nutzte das gute Wetter und griff gegen 10 Uhr mit 2 zweimotorigen Bombern das östliche Ende des Mondamms an, wobei Geschützstellungen getroffen und ein Munitionslager in Brand gesetzt wurde. Den deutschen Minensuchern in der Irbenstraße gelang es am 16. Oktober endlich einen Kanal freizuräumen, durch den die Schlachtschiffe vorstoßen konnten.
Vizeadmiral Behnke erhielt während der Passage per Funk neue Befehle von Vizeadmiral Schmidt, so schnell wie möglich gegen den Monsun vorzugehen. Gegen 16.30 Uhr wurde der deutsche Verband von dem britischen U-Boot C-27 angegriffen, das um 16.30 Uhr zwei Torpedos auf die König abfeuerte, die jedoch fehlgingen. Eine Viertelstunde später schaffte es allerdings, einen Torpedotreffer auf der Indianola, einem deutschen Tender, zu erzielen, der mit vollgelaufenem Maschinenraum liegen blieb. Hierbei wurde das U-Boot jedoch von deutschen Eskorten gesichtet und musste sich zurückziehen und den Golf von Riga verlassen. Gegen 20.30 Uhr gingen die deutschen Schiffe am südlichen Ende des Monsundes vor Anker und Vizeadmiral Behnke erstellte seinen Angriffsplan für den nächsten Tag mit Hilfe einer auf der Grom erbeuteten Karte, die die Positionen der russischen Minenfelder zeigte. Am 16. Oktober war also verglichen mit den Ereignissen der vergangenen Tage sozusagen nicht sonderlich viel los, doch am 17. Oktober sollte es, nachdem bis jetzt das ja eigentlich kleinere Gefechte und Scharmützel waren, zu einer richtigen Schlacht kommen. Gegen 7 Uhr morgens begannen die deutschen Minenräumer ihre Arbeit im Monsund, wurden jedoch bereits kurze Zeit später von russischen Torpedobooten gesichtet, die Vizeadmiral Bachirev über den Vorstoß der Deutschen informierten. Dieser entschied, dass er im Monsund mit seinen Untiefen und den vielen Minenfeldern noch die besten Chancen hätte, einen weiteren Vorstoß der Deutschen aufzuhalten und setzte seine schweren Einheiten in Bewegung, um diesen entgegenzutreten. Währenddessen griffen deutsche Wasserflugzeuge die Reede von Kuhweist mit Bomben an, die zwar wenig Schaden anrichten, aber mit ihren höchst beeindruckenden Explosionen eine deutliche Wirkung auf die Moral der Russen hatten. Die eigentliche Schlacht im Monsund begann, als die König das Feuer auf die vorrückenden russischen Zerstörer eröffnete und diese damit wieder zum Rückzug zwang, während gleichzeitig die übrigen russischen Schiffe und die schwere Batterie bei Voi das Feuer auf die deutschen Minenräumer eröffneten und diese damit wiederum zum Rückzug zwang. Um 8 Uhr unternahmen die Schlachtschiffe König und Kronprinz einen Vorstoß, wobei sie in ein Gefecht mit dem russischen Linienschiff Slava gerieten, das weiter nördlich außer Reichweite der Deutschen lag, und diese aus einer Entfernung von mehr als 20 Kilometern beschoss. Die Slava verfügte zwar über deutlich weniger Geschütze als die deutschen Schlachtschiffe, jedoch hatte sie mit ihren 4,35 cm Kanonen immerhin ein vergleichbares Kaliber zu bieten und durch spezielle Lafetten hatte sie mehr Reichweite als die deutschen, sodass diese nicht in der Lage waren, das Feuer adäquat zu erwidern und sich wegen der ernsthaften Bedrohung wieder zurückziehen mussten. Vizeadmiral Bachirev war klar, dass die Räumung der Minenfelder entscheidend für den deutschen Vorstoß war und so ließ er alle seine Einheiten die deutschen Minenräumer unter Feuer nehmen, wobei sie jedoch keine bedeutenden Treffer erzielen konnten. So erreichten die deutschen Minenräumer um 10 Uhr die vorgesehene Position und Vizeadmiral Behnke ließ seine beiden Schlachtschiffe mit voller Kraft nach Norden preschen und kam damit nah genug, um das Ziel fassen zu können. Um 10.13 Uhr eröffnete die König das Feuer auf die Slava, kurz darauf begann Kronprinz auf die Graschdanin zu feuern. Mit ihrer dritten Salve erzielte die König gleich 3 Treffer auf der Slava, wobei 2 von ihnen die Panzerung durchschlugen und zu einem heftigen Wassereinbruch im Vorschiff führten. Etwa 1130 Tonnen, worauf das Linienschiff bald 8 Grad Schlagseite nach Backbord zeigte, die jedoch durch Gegenfluten auf 4 Grad vermindert werden konnte. Fast gleichzeitig erhielt die Graschdanin 2 Treffer, wobei ein Brand ausgelöst wurde, der allerdings rasch wieder gelöscht werden konnte. Um 10.24 Uhr erhielt die Slava 2 weitere Treffer ins Vorschiff, weshalb ein Magazin für 15,2 cm Granaten als Vorsichtsmaßnahme geflutet werden musste. Allerdings konnten auch hier die entstandenen Brände bereits nach einer Viertelstunde wieder gelöscht werden. Um 10.30 Uhr befahl Vizeadmiral Bachirev allerdings allen Schiffen den Rückzug in den nördlichen Monsund. Um den Rückzug der Linienschiffe zu decken, bot sich sein Flaggschiff Bajan als Ablenkungsziel an. Um 10.39 Uhr erzielte die König noch 2 weitere Treffer der Slava erneut unter der Wasserlinie, dann schaffte dies es jedoch außer Reichweite zu kommen. Daraufhin eröffnete die König das Feuer auf die Bajan, wo sie einen gefährlichen Treffer auf der Steuerbordseite zwischen Brücke und vorderem 20,3 cm Turm erzielte. Die Granate detonierte tief im Inneren des Schiffs und richtete extrem schwere Schäden an. Mehrere Magazine mussten geflutet werden, es drangen 1000 Tonnen Wasser ein und ein entstandener Brand konnte erst nach 24 Stunden gelöscht werden. Die russischen Schiffe konzentrierten zunächst ihr Feuer weiter auf die Minenräume in der Hoffnung, die Deutschen doch noch aufhalten zu können. Letztlich wechselten sie aber dann auf die Schlachtschiffe, wo sie jedoch keine bedeutenden Schäden erzielen konnten. Um 10.40 Uhr stellten die deutschen Schlachtschiffe schließlich das Feuer ein.
Es kam jedoch noch eine Staffel von 6 Wasserflugzeugen, die etwa 40 Bomben auf die sich zurückziehenden russischen Schiffe abwerfen, jedoch ebenfalls keinen relevanten Treffer erzielten. Dafür gelang es jedoch den Russen bzw. der Slava, eins der Wasserflugzeuge abzuschießen. Eigentlich war die Slava nicht kritisch beschädigt, doch nun wurde das flache Wasser im Monsund zu einem Problem für die Russen, denn mit dem erhöhten Tiefgang durch das viele eingedrungene Wasser konnte die Slava den durch den Monsund ausgebaggerten Kanal nicht mehr passieren. Ihr Kapitän Wladimir Antonov schlug daher vor, sie mitten im Fahrwasser des Kanals als Blockschiff zu versenken, nachdem sich die anderen russischen Einheiten zurückgezogen hatten. Die Besatzung, die zwar während des Gefechts die Disziplin noch gehalten hatte, geriet jedoch zunehmend in Panik und die Matrosen verließen ihre Posten, sodass niemand mehr im Maschinenraum war, um die Befehle des Kommandanten auszuführen, und das Schiff dann südöstlich der gewünschten Position auf Grund lief, wo es kein Hindernis für die Deutschen darstellte. So blieb den Russen nichts anderes übrig, als das Schiff letztlich selbst zu versenken. Nachdem Kapitän Antonov als letzter das Schiff verlassen hatte, wurde um 11.55 Uhr das 8. 30,5 cm Magazin gesprengt und das Wrack zusätzlich noch von 3 Zerstörern torpediert. Nach dieser Niederlage bei der Schlacht im Monsund war für die Russen endgültig klar, dass sie ihre Position nicht länger würden halten können. Die Russen versuchten einen geordneten Rückzug, jedoch kam es vielerorts wieder zu Panik unter den Soldaten und sie flohen Hals über Kopf, und es gab nur noch wenige Punkte, wo den Deutschen überhaupt Widerstand entgegengesetzt wurde. Es gelang den Russen allerdings noch, 4 Schiffe als Blockschiffe im Monsund zu versenken und außerdem noch das Gebiet außen herum zu verminen. Nach Ende der Schlacht im Monsund gerieten die deutschen Schlachtschiffe in ein Gefecht mit den russischen Küstenbatterien. Um 10.46 Uhr eröffnete die Batterie Werder das Feuer, stellte es jedoch schnell wieder ein, als die König zurückschoss. Und kurz nach 11 Uhr gerieten die deutschen Schiffe noch kurz mit der Batterie Voy ins Gefecht. Kurz nach 12 Uhr versuchte das britische U-Boot C-26 einen Angriff auf die deutsche Flotte, jedoch war wenig überraschend, das flache Wasser des Monsundes ein großes Problem für ein U-Boot und es lief auf Grund. Es konnte sich nur durch Auftauchen wieder befreien und wurde dabei von deutschen Torpedobooten gesichtet, die es über 2 Stunden lang mit Geschützfeuer und Wasserbomben jagten. Dabei verfing sich C-26 auch noch in einem U-Boot-Netz, aus dem es sich zwar wieder befreien konnte, wobei jedoch die Schrauben beschädigt wurden. Es konnte sich jedoch noch für Reparaturen in die Werft bei Pernau retten. Am Abend begannen die Deutschen ihren Angriff gegen Mohn, wobei nur noch das russische Todesbataillon nennenswerten Widerstand leistete, das am Mohndamm versuchte, die vorrückende deutsche Sturmabteilung von Hauptmann Winterfeld aufzuhalten. Am 18. Oktober eroberten die Deutschen Mohn und einen Großteil von Dagö, wo sich die restlichen russischen Verteidiger am 19. Oktober ergaben. Am Folgetag kam es noch zu einem Gefecht zwischen einem britischen U-Boot und mehreren deutschen Torpedobooten, wobei das U-Boot so stark beschädigt wurde, dass die Besatzung später gezwungen war, es aufzugeben und es selbst zu versenken. Damit war das Unternehmen Albion beendet und für die Deutschen war es ein sehr großer Erfolg. Sie hatten unter geringen Verlusten die 3 Inseln erobert und den Russen dabei wiederum schwere Verluste hinzugefügt. Die hervorragende logistische Planung und die große Geschwindigkeit des Angriffs ließen dem desorganisierten Gegner überhaupt keine Zeit, um zu reagieren. Der mangelnde russische Widerstandswille machte es den angreifenden Deutschen natürlich sehr viel einfacher, aber alles in allem wurde der Zusammenbruch des Russischen Reiches durch diese Operation auch beträchtlich beschleunigt. Tatsächlich waren die Verluste der Deutschen wirklich extrem gering. Zur Erinnerung, sie hatten mit etwa 24.000 Mann angegriffen und das Heer hatte lediglich 54 Tote und 141 Verwundete zu beklagen, während es bei der Marine 156 Tote und 60 Verwundete waren. Demgegenüber hatten die Russen herbe Verluste zu beklagen. Wie viele Tote und Verletzte sie hatten, ist nicht bekannt, aber es gingen allein über 20.000 Soldaten in Gefangenschaft. So viel also zu dieser beeindruckenden und sehr erfolgreichen Unternehmung. Nun, wie vorhin angekündigt, noch ein paar Worte dazu, wie das Unternehmen Albion in Battlefield 1 repräsentiert ist. Da muss man irgendwo sagen, nicht sonderlich realistisch, denn man hat eben nicht ein gewisses Gefecht aus dieser Unternehmung ausgewählt, sondern, sage ich mal, willkürlich Inseln erschaffen und darauf einige Sachen platziert, die es in der Wirklichkeit gab, wie zum Beispiel die Batterie Nummer 43, von Zerel, aber das hat eben geografisch relativ wenig mit der Realität zu tun und ist eben nur sehr lose daran angelehnt. Das gilt auch für das Wetter, denn die Operation war wie gesagt Anfang bis Mitte Oktober und ich konnte nirgends was darüber finden, dass da irgendwo Schnee gelegen hätte, wie das auf der Battlefield 1 Map der Fall ist.
Aber wie auch schon in anderen Videos angesprochen, finde ich, dass Albion eine der gelungeneren Maps aus dem In the Name of the Tsar DLC ist. Damit soll es das dann für dieses nun wirklich extrem ausladend gewordene Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt was über diese spannende Operation gelernt. Wenn dem so ist, klickt den Gefällt mir-Button. Und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Oh.